Beim 12. MM Jazz Festival in St. Pölten präsentierte Marianne Ment aus mehr als 100 Nachwuchsmusikern 17 herausragende Talente. Sie werden immer besser. Die Musiker, also meine Profis, die Schnallen schwimmen langsam ab. Und ich hab gesagt, nehmt euch in Acht. Weißt du, sie werden ja immer älter, zum Unterschied von mir. Vielleicht muss ich sie mal austauschen. Das Festival stand ganz im Zeichen der großen Ella Fitzgerald. Karin Bachner und Richard Oesterreicher zollten ihr Tribut und Erika Plucher präsentierte einen Streifzug durch ihre Literatur. Diese ganze Welt des Jazz war für mich eine heile Welt. Für mich war das Erleben von Jazz auch immer verbunden mit dem Gefühl, das Leben ist gut, das Leben ist schön. Die Ella unterscheidet für mich von den anderen Großen, dass sie so eine perfekte Intonation gehabt hat, aber dass man spürt, wenn sie singt, dass sie eigentlich Tänzerin werden wollte und sie diesen absoluten Swing auch im Körper und im Gesang dann überträgt. Ich habe zufälligerweise einmal mit ihr gespielt in Wien, sie war da privat, glaube ich, und hat ein Lied mit uns gespielt. Jetzt bin ich da als Anfänger dabei, das war toll, aber ich habe mehr Angst gehabt, als mir gefallen hat. Ich habe viele andere Sorgen gehabt mit mir selber damals.